Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, aktuelle Debatte, Löhne und Renten niedrig, Lebenshaltungskosten hoch, Zeit für einen Politikwechsel zur Beendigung der Benachteiligung der Menschen im Osten. Die Frage ist, warum diese Debatte? Seit mehr als einem Vierteljahrhundert haben wir die Vereinigung Deutschlands. Ich halte das für eine Spaltungsdebatte. Was wollen Sie erreichen? Dass das Vokabular Westdeutsch und Ostdeutsch als Wahlkampfinstrument weiterhin erhalten bleibt, ist das eventuell Ihre Absicht? Es ist schon lange überfällig, gesamtdeutsch zu denken und auch zu handeln. Entgegen Ihrer Ideologie endet die Denkweise der meisten Deutschen nicht an einer imaginären, ehemaligen innerdeutschen Grenze. Strukturschwache Regionen haben wir überall in Deutschland, zugegebenerweise mit 62% im Osten mehr, aber die Abwanderung verlangsamt sich. Lohnunterschiede sind auch vorhanden, 75% ungefähr im Verhältnis zum Westen. Aber gleichzeitig gibt es in großen ostdeutschen Städten höhere Einkommen als in manchen Gegenden in Westdeutschland. Und auch die Strukturen, die eben angesprochen worden sind, kann man auch nennen. Arbeitslosenquote in Eichstätt, Bayern 1,3% positiv, aber in Gelsenkirchen 13,8%. Wir haben die Nebenkosten. Im Westen bedeuten niedriger mit 2,14 Euro pro Quadratmeter, im Osten mit 2,27 Euro. Aber der Alterssicherungsbericht der Bundesregierung von 2016 sagt aus, kaum niedriger Alterseinkommen im Osten als im Westen. Das Armutsrisiko in Deutschland gesamt mit 15,5%, bei der Bevölkerung 65 gleich und größer. Da haben wir 14,4% Altersarmutsrisiko im Westen und nur rund 17% im Westen und nur 7% im Osten. Ich führe das deswegen aus, um deutlich zu machen, dass wir da nicht mehr so eine Denkweise haben können, Ost-West, sondern wir müssen, wie auch eben schon angesprochen, das gesamte Deutschland betrachten und das geht quer durch alle Regionen. Wir haben 2013 eine Abwanderung gehabt, also bis 2013 von 2 Millionen, besonders Hoyerswerda, Eisenhüttenstadt betroffen, sind auch Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein ausgewandert. Aber auch westdeutsche Regionen waren betroffen, wie der Landkreis Fürth und zum Beispiel Würzburg. Gleichzeitig wiederum eine Zuwanderung nach Dresden, Erfurt und Leipzig. Die Lebenserwartung ist angeglichen in ganz Deutschland. Und auch die Lohnstückkosten sind in Ost und West in etwa gleich. Und der Deutsche Bundestag mit der Drucksache 18/10636 bestätigt zwar die fortbestehenden strukturellen Unterschiede zwischen Ost und West, sagt aber gleichzeitig, dass die wirtschaftliche Entwicklung zunehmend differenziert verläuft. Wir haben auch eine Angleichung der kirchlichen Bindung. Also in vielen Bereichen gibt es die Angleichung und die brauchen wir hier nicht schlecht reden. Und wie auch eben schon gesagt, die Berufstätigkeit der Frauen wird nun auch in den westlichen Ländern positiv gesehen. Meine Damen und Herren von den Linken, Sie fordern den Staat und die Politik, aber die Tarifparteien sollten Löhne und Gehälter bestimmen, denn nur sie können regionale Besonderheiten zum Wohle des Unternehmens und der Beschäftigten richtig beurteilen. Natürlich kann der Staat beitragen, indem er nicht ständig die Sozialaufgaben, die Steuern und die Abgaben insgesamt erhöht, wie Grundsteuer, Steuer auf Treibstoffe und so weiter. Auch das Problem der Zeitarbeiter könnte gelöst werden. Da sind wir bei Ihnen, wenn Sie das gesamtdeutsch betrachten. Fazit: Nicht Ost und West müssen 27 Jahre nach der deutschen Einheit betrachtet werden, sondern die unterschiedlichen Regionen in ganz Deutschland. Ihre Politik, meine Damen und Herren von den Linken, spaltet und behält die Trennung bei. Eine gleichmäßige wirtschaftliche Situation kann es in einem Land nicht geben, da jede Region für Unternehmer wie für Arbeitgeber und auch Kommunen eben nicht gleich ist. Wir sprechen hier von den sogenannten Standortfaktoren, die sind nun mal unterschiedlich. Zu bedenken ist auch, dass, wenn nicht eine Steigerung der wirtschaftlichen Leistung erreicht wird, eine Neuansiedlung mit Fördermitteln zulasten eines ehemaligen Standortes gesamtwirtschaftlicher Unsinn ist. Sachsen war schon immer ein Land der Tüftler, der Ingenieure und der Erfinder. Dort liegt die Stärke. Zwei Beispiele aus der Zeitschrift Unternehmen Region Ausgabe 3/16. Da haben Chemnitzer Jungunternehmer ein Verfahren entwickelt, Fahrradspeichen aus Faserseilen statt aus Aluminium oder aus Stahl herzustellen. Das sind Zukunftsgedanken und Innovationen. Damit können wir punkten und nicht mit so einer Debatte. Im Osten sind sie alle schlecht und im Westen sind sie alle gut behandelt worden.
Wir haben noch ein zweites Beispiel, zum Beispiel den berühmten Carbonbeton. Diese Gittertechnik wird in Oschatz hergestellt oder die vom Minister eben erwähnte Autoindustrie. Das sind die Stärken in Sachsen und nicht eine Neiddebatte, wie sie bei Ihnen auf jeden Fall hier durchkommt. Wir sollten hier unsere Stärken sehen und uns besinnen auf die starken sächsischen Tugenden und Traditionen. Denken wir doch besser gesamtdeutsch und regional ohne parteipolitische Scheuklappen. Vielen Dank.